Ja, was los? Willkommen zurück hier bei Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time. Wie ihr sehen könnt, befinden wir uns finally mal hier an der Schwelle zum Boss. Ich würde mal sagen, den plätten wir uns mal ordentlich. Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht, Kome. Kome taucht auch in Majora's Mask wieder auf. Ich glaube, die beide tauchen beide wieder auf. Ja, Kotake und Kome. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Ja, der kommt. Oh, treuer Vasall. Zerstöre diesen Eindringling. Gut. Okay, so der fette Fight. Ich würde mal sagen, da ich glaube, dass seine Axt viel stärker ist als mein Schild, fahren wir erstmal einmal, ein einziges Mal hier die Herzen ab. So, und das war's jetzt. Hoffe ich. Zack. Nochmal. Okay, schade. Komm. Na komm, einmal noch. Hier, das Ding kaputt. Bitte, mach. Okay. Boah. Was, WTF? Ja genau, WTF, nein! Du musst das auch noch kaputt machen, ich sehe das nicht ein. Ich sehe das nicht ein! Nee. Komm, mach! Ah! Was? Boru, oder wie auch immer sie hieß. Oder heißt. Wo bin ich? Ah. Grummel. Sieht aus, als hätte sie sich befreien können, Kome. Sie ist noch jung, genießt aber hohen Respekt unter den Gerudo-Kriegerinnen und Kotake. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienste des mächtigen Ganondorf versklaven. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. So der cranky Bullshit. Ja, okay. Ja, bitte rastet mal aus. Bitte. So. Mal weiter hier. Immer weiter. Immer weiter. Okay, Karte ist deaktiviert. Bitte helf. Okay, ich glaube, ich muss jetzt hier hoch. Und jetzt gehen wir aufs Master Schwert. Weil Master Schwert ist cool. Und gegen Bosse benutzt man nur einmal das Master Schwert. Übrigens, ich finde den Bossfight hier jetzt am geilsten. Also ist einer der geilsten eigentlich. Sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den mächtigen Ganondorf. Ganondorf. Oh.
Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen! Mein Eiszauber wird seine Seele gefriertrocknen! Höllische Hexen, Armada, Killer-Omas! Die Killer-Omas, oh mein Gott! Ah, ich weiß, wie das geht, ich weiß. Okay, ich muss schauen, wer jetzt als erstes seinen Zauber aktiviert. Ich glaube, sie, ja. Jetzt. Schild. Und dann sauge ich praktisch mit dem Schild. Oh, okay. Nee, mach ich doch nicht. Okay, nee, ich muss erstmal hier so. Doch nicht aufsaugen. Spoiler! Wer macht das nächstes? Wer macht das nächstes? Komm, komm. Hm? Machst du? Okay, machst du. Komm. Okay, sie will nicht rumfliegen. Ah, da! Nein! Boah, scheiße! Fick dich! Fick dich! Macht das nächstes? Sie. Nein, 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 du bleib! Boah! Jetzt komm! Das ist doch scheiße! Okay. Ja, am Arsch. Na komm. Nein, nein. Ah, Moment. Was sagt denn eigentlich Navi zu den? Die Killer Oma Kume. Ganondorfs höllische Ersatzmama. Hexen und auf Lamm, sie scheint doch kälter zu sein. Und sie? Die Killer-Oma Kotake. Ganondorfs eiskalte Ersatzmama. Hexen ist eisig, sie scheint doch Hitze zu sein. Okay. Okay, go, go. Mach! Fick! Body-Steuerung. Scheiße. WTF, wie soll ich die jetzt anficken? Ja, danke. Bitte flieg mal unverteilt. Oft. So. Komm, 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 okay. Sie macht. Ja, okay, nice. Aber die Steuerung mit dem Schild ist schon echt assi, muss ich schon sagen. Vor allem auf Entfernung. Nein, scheiße. WTF, warum habe ich dich getroffen? Ja, bitte. Scheiße, ich wollte es jetzt präzise machen, aber hat nicht mal funktioniert. Nein, fick dich! Vor allem ich werde dann immer so leicht panisch und dann treffe ich erst recht nichts. Ich soll sich nicht bewegen. Ah, jetzt! Okay, was kommt? Ah, jetzt kommt's. Okay, lass uns jetzt ernst machen. Okay, Kobe! Kotakas und Kobe! Sexy Thermo Hexi! Fuck yeah! Total random einfach! Ja,
So. Jetzt saugen wir das nämlich auf. Wenn sie jetzt nochmal Eis macht. Ja, jetzt macht sie nochmal Eis. Dann saugen wir nochmal auf. Na komm, mach. Ja, nice. Und jetzt. Ja, verreck. Verreck. Nein, nein. Fick dich. Ja, aber ich habe ihr ordentlich Damage gegeben. Wussi. Da. Komm. Gib mir das Feuer. Okay, bitte wechsel einfach mal die Seite. Ist halt assi, wenn sie dann ein anderes Ding nimmt. Statt Feuer dann Eis. Aber das macht die nicht, weil sie dumm ist. Jetzt, verreck! Verreck! Okay. Go, go. Weiter geht's. Feuer? Okay, wenn du willst. Krieg ich dann einen Schaden, wenn ich dann Eis reinsauge? Oh, uah! Weg. Was? Ja. Mhm. Was? Warum habe ich jetzt nichts mehr? Anscheinend darf ich dann keinen Schaden nehmen. Wenn ich diesen Aufladedingen Status habe. Okay. Jetzt noch einmal. Komm. Mach. Mach. Bitte. Komm. Nein! Doch nicht das, du dumme Bitch! Was? Oh. So, komm, mach! Danke! So, jetzt, komm her! Fertig! Und jetzt! Oma sind verhext und zugenäht. So ein widerliches Balk. Ab jetzt mache ich was. Was? Hey, guck mal, was schwebt da über deinen Kopf? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas Kotake. Aber ich bin erst 400 Jahre alt. Und ich bin erst 380 Jahre alt. Bist du zählig gemacht, dich jünger als du bist? Du bist ja völlig senil! Was sind du hier senil? Kann man so seine ältere Schwester? Dann müssen Zwillinge, wie kannst du älter sein? Du hässloses Miststück! Du undankbares Weib! Du bist hässlos! Und du bist undankbar! Ich mach dich fertig! Ich finde die zwei so geil. Da ist der neue Herzcontainer. Fuck this shit, man. Yeah, what's going on? So, jetzt haben wir 13 Herzen. Hammer. Geil. Muss man schon mal so sagen. Und jetzt würde ich mal sagen, gehen wir zur Halle der Weisen. Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was aus dir geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Ich bin nicht nur ein Schwertkämpfer, ich bin doch... Ich bin doch... Aber ja.
Ja, aber ja. Ich bin völlig durcheinander. So, der stinkt nicht. Der stinkt nicht. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Ja, und wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als einer der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein, Link. Oh, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Ja, das klingt schon geiler. Ja, das muss man schon mal so sagen. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Nee. Nee, nehme ich nicht. Will ich nicht. Will ich nicht haben. Nee. Nein! 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 Trotz Widerwillen haben wir jetzt das Amulett der Geister. Naboru gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Juhu. Danke. Danke für dieses nette Kompliment. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Oh, geil. Oh, Naboru. Oh, So schlecht. Link, der Auserwählte, endlich. Alle sechs Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie harrt deine in der Zitadelle der Zeit. Aber bevor wir jetzt uns zur Zitadelle der Zeit begeben, würde ich sagen, machen wir jetzt mal hier einen kleinen Kack. Einen Kack. What? Einen Cut machen wir. Kein Kack. Nein, nein, nicht angreifen, bitte. Nein, geh weg. Tschüss. So. Also wir machen jetzt den kleinen Kack. Bis zum nächsten Mal. Bewerten, kommentieren, abonnieren und was auch immer. Abonnieren. Ja. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.